Not a new around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill. So, meine Damen und Herren, willkommen hier zurück zu einer neuen Folge von Boot Simulator 2019 oder 18. Wir fahren diesmal mit einem Citro Car. Man merkt schon, der zieht gleich richtig an, der macht gleich Party, dann zieht gleich, was das Zeug hält. So, wir haben ja eigentlich die Zeit, warum kontrollieren wir jetzt nicht schon die Leute? Hier ist die Fahrkarte. Wir haben hier nur einen kleinen Bus. Es ist flüssiger alles. Warum auch immer, das auf jeden Fall flüssiger ist. Das fällt mir noch auf. Hat vielleicht das Update da was gemacht? Oder ist es, weil mein PC wieder leer ist? Gute Fragen über Fragen. Und die Fragen der Fragen sind gefragt. Mit den Haltestellen müssen wir uns dann noch was überlegen. Mit der Haltestelle 5. Warum das einfach nicht abgehakt wird, das ist eine gute Frage. Die frage ich mich schon, seitdem ich das Spiel spiele. Das sind Fragen über Fragen, Leute. Vielleicht können wir Ihnen helfen. Ja. Ey, es ist Winter. So. Bin mal gespannt, ob die... Ich fahre doch im Loop. Loop ist an. Oma, du sagst okay. Der Bus ist gut. Der Bus ist gut. Der Citro-Car, den habe ich ganz vermisst. Also, habe ich ja ganz vergessen. So, nie vermisst. Warum sage ich vermissen? Na gut, Moment, eine Fahrscheinkontrolle. Na klar, na klar. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Was? Was? Ach so, hier. Ja, tut mir leid, ich bin Kurzzeitgedächtnis, liebe Leute. Deswegen weiß ich nicht. Die Ampel ist aber auch scheiße. Warum gibt es da eine Doppelampel? Aber wenn ich hier noch ein Stück vorfahre, ist mir die Ampel weg. Warum? Sieh dir den ganzen Abfall an der Straße an. Warum kümmern sich die Leute nicht mal um ihren Müll? Ja, das ist in Wirklichkeit, das ist gut, der Spruch. Aber im Spiel passt es gerade nicht rein. Guck mal, hier ist unser Gelenkbus. Unser Citro G. So. Auch eine gute alte Position. Und mit den Profis muss man es noch hinkriegen. Mit den Erdbussen. Und uns überlegen, wie man die Fünfer bekommen. Danach ist eigentlich schon theoretisch das Spiel durchgespielt. Für uns. Dann können wir uns ein neues Projekt theoretisch suchen. Achso, RB Bank. Okay, gut, RB Bank, wenn man es laut spricht, kann man sich glaube ich auch eine Bank darunter vorstellen. Fällt mir aber nie gerade ein. Weil ich gerade bescheuert im Kopf bin. Dann müssen wir mal gucken. Was machen wir nach Bus-Simulator? Also Bus-Simulator ist dann so wieder so ein beendetes Projekt. Ja, der hat mir zugewunken, aber ziemlich komisch, so richtig typisch schwul. Haben wir Zeit, wir haben Zeit. Hier ist die Fahrkarte. Ja, ich muss hier eigentlich schon nehmen. Habe ich noch nicht. Und na klar. Die beiden. Okay. Also weniger Schwarzfahrer als am Anfang. Die wissen, dass jetzt ein Meister drin ist. Ein Meister, der öfters kontrolliert. So, weiter geht's. Ich bin gespannt, was ich heute auf Arbeit mache. Wir brauchen irgendwelche Gespräche. Also sonst habe ich immer solche Sachen, Landwirtschaftssimulator kann man durchgehen, irgendwie in Kack reden. Beziehungsweise Kack nicht. Also fallen irgendwelche Gesprächssachen ein.
Und perfekt. Diese gute Halteposition. Die kotzt mich an. Ich brauche gar nicht mal zur Seite gucken, ob sie alle einsteigen. Außer die Formbus sieht man alle. Also hier kann man schon mal wieder zumachen. Und hier kann man mal durchgehen. Oh, da war jemand, da haben wir jemand. Ach, das. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ja, das könnte gut möglich sein. Ob man wieder Battlefield einspielen kann? Also ich... Ewige Lust hätte ich zwar nicht. Ja, Rathausgasse, haben wir da nicht vorhin angefangen? Das ist die Loop-Modus? Der hat eine Bassbox drin. So. Sieht aus wie ein Nissan. Ah. Das Auto sowieso neu zu erfinden in Spielen, kann ich mir auch schwer vorstellen. Also, da muss man irgendwelche Sachen nehmen, die es schon gibt. Hast du Lust, ins Kino zu gehen? Ich hab schon gedacht, der bremst gut. Jetzt brauche ich 3 Meter lang zu bremsen. Das ist ja... ja klar. So, müsste theoretisch schätze der Loop-Modus fertig sein. Nein! Oh, Schlagloch überfahren. Du solltest dir echt mal die Aussicht am Hafen ansehen. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wow, perfekt geparkt. Und dann bin ich jetzt mal gespannt. Ja, es war ja auch der letzte Halt. Also die stehen realistisch auf, muss man sagen. Drücken auf Ende. Und sind jetzt mal gespannt. Ah. Oh, nicht voll. Oh, und Trommelwirbel? Ja! Aber war die eine Strecke irgendwie nicht im Loop-Modus. Okay. Das heißt, das hier müssen wir noch hinkriegen. Und das hier. Genau, Leute. Wie ich das mache, werdet ihr, glaube ich, im nächsten Part mal sehen. Wenn euch der ganze Part gefallen hat, gebt noch oben, wenn ich einen Daumen nach unten schreibt, einen Kommentar, mehr davon sehen würde ich auch nicht. Und dann bis zum nächsten Mal, sagt ihr, wenn sie. Ciao, ciao.